Hi, du kennst das Problem bestimmt auch, schwere Schultaschen durch die Gegend schleppen zu müssen. Die Lösung ist das Arbeiten mit dem eigenen iPad. Denn durch die digitalen Schulbücher, die auf dem iPad installiert sind, gehört Schleppen von Büchern der Vergangenheit an. Das Arbeiten mit E-Books hat aber noch mehr Vorteile. So kann man zum Beispiel ganz einfach einen Screenshot machen, um Aufgaben oder Bilder in Farbe dann in seinen digitalen Hefteintrag einzubauen. Bei der Erstellung von digitalen Hefteinträgen ist wichtig, dass diese handgeschrieben werden. Und das ist dank des Apple Pencils auch sehr gut machbar. Auch Fotos von Experimenten, die man im Unterricht macht, lassen sich so ganz leicht importieren. Überhaupt ist das Arbeiten mit digitalen Hefteinträgen sehr cool, da man sehr leicht Ordnung halten kann und einen guten Überblick über alle Fächer hat. Das funktioniert sogar über mehrere Jahrgangsstufen hinweg super. Dank der Apple-Technologie AirDrop und dem Schulmanager, den wir am JTG verwenden, kann die Lehrkraft einfach Arbeitsblätter digital an die Schülerinnen und Schüler schicken, die die dann bearbeiten können und gegebenenfalls wieder zurückschicken können. Über die Classroom-App hat die Lehrkraft immer die Kontrolle, was im Unterricht passiert. Die Tatsache ist vor allem dann von großem Vorteil, wenn alle in der Klasse ein iPad haben, die alle identisch eingerichtet sind. Die Einführung der iPads in den Unterricht erfolgt in drei großen Schritten. Als erstes heißt es, die Grundlagen bezüglich der Handhabung zu erlernen. Im zweiten Schritt geht es dann um das Arbeiten mit den E-Books und wie man einen digitalen Hefteintrag erstellt. Und wenn das alles sitzt, werden weitere Apps in den unterschiedlichen Fächern eingesetzt, wie zum Beispiel die Produktion von Stop-Motion-Filmen, Musikprojekte mit GarageBand oder Präsentationen mit Keynote und noch viele mehr. Unser Ziel beim Projekt Lernen mit dem eigenen iPad ist es, das iPad nur als ein Hilfsmittel unter vielen anzusehen, das aber nicht im Mittelpunkt des Unterrichts steht und auch nur dann zum Einsatz kommt, wenn es Sinn macht. Denn dann ist das iPad sehr gut geeignet, um den Lernerfolg perfekt zu unterstützen. Und falls dummerweise das iPad mal kaputt gehen sollte, dann keine Panik. Das Gerät ist versichert und ein neues Gerät wird umgehend mit allen Daten von Agilimo Group wieder eingerichtet. Apropos Agilimo Group. Vielen Dank an unseren externen Partner für die tolle Zusammenarbeit und das Sponsoring für die Schülergeräte der Testklasse und die iPad Pro Lehrergeräte als Dauerleihgabe. Zusammen mit dem Spezialisten für mobile Datensicherheit gehen wir die Digitalisierung in der Schule an. Das JTG und die Agilimo Group, ein starkes Team.